Hallo ihr Lieben, ich stand 2 Stunden in der Küche für dieses schöne Hähnchen mit Kartoffeln und einem Gurkensalat, Dressing, wie man es haben möchte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es sieht verbrannt aus. Weiß ich nicht, ich muss das noch probieren. Vielleicht sieht es nur nicht so schön aus, weil diesmal sieht es wirklich nicht schön aus. Aber vielleicht schmeckt es dafür. Auf jeden Fall, das ist ein ganzes Hähnchen, also ich werde das auch nicht alles alleine aufessen, beziehungsweise nicht jetzt sofort. Ich werde euch das Rezept diesmal jetzt gleich einblenden. Dann könnt ihr auch vielleicht die Wege besser verstehen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet und vielleicht welchen Fehler ich gemacht habe, dass es so verbrannt aussieht oder ist. Ja, viel Spaß beim Video. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. So, dafür brauchen wir erstmal ein Hähnchen, ganzes, versteht sich. Da machen wir eine Bio-Zitrone rein, da stechen wir mit einer Gabel ein bisschen so rein, machen das rein. Dann brauchen wir Thymian, 5 Stiele, die kommen auch mit rein und gleich geht's weiter. Wenn ihr so ein Hähnchenbräter habt, könnt ihr natürlich auch das da drauf stecken. Sowas besitze ich nicht. Bei mir kommt das aufs Backpapier und ab in den Ofen. So mit aus Backpapier, aus Backblech. Genau, dann steht im Rezept, das habe ich gar nicht vorher gelesen, dass man die Beinchen zusammen verbinden soll. Natürlich, damit nichts rausfällt. Sowas habe ich natürlich jetzt nicht. Aber ich habe beim Rausholen des Hähnchens aus der Verpackung gesehen, dass da so eine Schnur dran war und die Hähnchen schon so verbunden waren. Das benutze ich dann einfach. Ansonsten gibt es ja so eine Garn oder wie das heißt, was man extra nehmen kann. In dem Fall müssen wir auch schon mal den Ofen vorheizen auf 180 Grad oder 160 Grad Umluft. Natürlich habe ich Ober-Unterhitze genommen, aber beim Lesen des Rezepts habe ich gelesen auch dann von unten das Backen. Hier mache ich erstmal 3 Esslöffel Honig, wenn es dann auch rauskommen wollen würde. Dann mache ich noch Thymian rein. Paar Stängelchen, also beziehungsweise die Blätter zupft man von den Stängeln und mach noch Chiliflocken rein und 80 Milliliter Olivenöl. Das mische ich alles zusammen und dann streiche ich das auf das Hähnchen. So sieht dann die Mischung aus und das streiche ich jetzt auf dem Hähnchen. Und dann werden wir das ganze Hähnchen nochmal salzen. Der Ofen läuft schon ein Weilchen. Das ist richtig so, denn der Ofen muss heiß sein. Oder sehr stark warm, wenn wir das Hähnchen reinmachen. So. Genau, das bestreichen wir jetzt. Dieses wunderschöne, tolle Hähnchen, was ich von allen Seiten bepinselt habe, kommt jetzt für 1,5 Stunden in den Ofen. So, ich habe ein paar Kartoffelchen genommen, so wenig, weil ich alleine bin und das alles alleine essen werde. Die werde ich jetzt teilen, gut würzen und mit in den Ofen machen. So auch noch mal bei 40 Minuten mit den Hähnchen zusammen. So, das, meine Lieben, ist der Honig, der da zerfließt. Das nervt mich ein wenig. Da machen wir jetzt unsere Kartoffelchen noch dazwischen. Also das Hähnchen finde ich sieht schon mal sehr gut aus. Bringst du ein paar Mal die Kartoffelchen rein und dann geht es weiter mit dem Ofen. So, dann machen wir uns noch eine kleine Art Dressing. Dafür nehmen wir eine rote Zwiebel und eigentlich eine Knoblauchzehe, aber ich mag ja Knoblauch. Also nehme ich 2 Knoblauchzehen. Das schäle ich und schneide ich in kleine Würfel. Dann geht es weiter. So, das habe ich alles klein geschnitten. Dann habe ich mir Dill genommen und das werde ich jetzt auch klein schneiden. Kleiner Tipp, nehmt einen Pizzaschneider, wenn ihr sowas habt. Das macht sich viel, viel besser.
So, hier habe ich einen griechischen Joghurt gemacht, reingemacht in einen kleinen Teller. Und da kommt jetzt 6 Esslöffel Olivenöl rein. Ich habe das hier schon mal ein bisschen umgerührt. Und jetzt mache ich das alles hier rein und vermische das zusammen. Dann habe ich mir noch eine Gurke geschnappt, beziehungsweise eine halbe. Im Rezept steht 2 Gurken. Ich habe mir mein Gemisch angeguckt und festgestellt, ich denke, eine halbe reicht. Auch versuchen, so dünn wie möglich zu schneiden. Wer so eine spezielle Reibe hat, ist noch besser. Das vermische ich jetzt alles mit Salz und Pfeffer, würzig ist. Also, dass der ganze Honig verbrannt ist, wundert mich. Weil eigentlich sollte es ja alles auf dem Hähnchen landen. Die 1,5 Stunden waren für das Hähnchen wohl ein bisschen doch zu viel. Aber dafür sieht es knusprig aus. Und ich mag knusprige Hähnchen, besonders knusprige Haut. Die Kartoffeln sehen nicht ganz fertig aus, ehrlich gesagt. Aber normalerweise mache ich auch die Kartoffeln mit Schale. Somit sehen die schön braun aus. Und dann sieht man es, wenn die fertig sind. Ja, jetzt müssen wir das nur noch probieren. Also ich weiß ja nicht, ne? Auch der Salat dazu. Gut, ich hätte mir ein größeres Gefäß nehmen können. Dann sähe das alles vielleicht ein Ticken schöner aus. Aber bis jetzt, so mein Auge sagt, naja, willst du das wirklich essen? Ja, werde ich. Aber ob es schmeckt, das hier ist die Frage. Ich habe versucht, es schön anzurichten, damit wenigstens das Auge vielleicht sagt, okay, wir essen das. Klar, ich hätte jetzt auch das Hähnchen mal auseinandernehmen können, werde ich gleich. Als erstes probiere ich die Kartoffeln, weil die sehen auch verbrannt aus. Und den Gurkensalat. Als erstes den Gurkensalat, weil so kenne ich den nicht. Zu viel Öl. Eindeutig zu viel Öl. Entweder mehr Joghurt nehmen. Oder einfach viel, viel weniger Öl. Weil das ist mir einfach zu ölig. Nicht geil. Die Kartoffeln, die sind einfach in diesem Honig verbrannten Zeug einfach dunkel geworden. Sind aber fertig und schmecken ganz okay. Also ich glaube, die Kartoffeln, die sehen nur scheiße aus. Tut mir leid, aber ist so. Schmecken tun sie ganz normal. Ich könnte natürlich hier auch so ein bisschen probieren, aber ich schneide das mal auf. Also wie ihr seht, ich habe auch die Haut probiert, das Fleisch probiert. Man könnte ja denken, wenn das Hähnchen so verbrannt aussieht, wird die Haut wenigstens richtig geil schmecken. Ich sag's so, wie es ist. Bin ich ganz ehrlich, ich werde das nicht nochmal nachkochen. Wahrscheinlich hat sich ein 5-Sterne-Koch dahingestellt, hat dieses Rezept geschrieben, weil er nun mal jeden Trick kennt und weiß, wie am besten er was machen soll. Und ja, ich als Laie, sage ich jetzt mal, habe einfach Rezept befolgt. Vielleicht hat er irgendwas nicht aufgeschrieben, was wichtig wäre, um zu wissen, dass man dies tun soll. Vielleicht auch auf die unterste Schiene oder Wasser noch mit in den Ofen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man so machen könnte. Fakt ist, ich werde es essen, aber ich werde es nicht mit Liebe essen. Ich werde das wirklich nicht mit Liebe essen können. Aber bei mir wird ja nur im allerschlimmsten Fall was weggeschmissen. Und essbar ist es ja schon. Also vielleicht kriegt ihr es besser hin, vielleicht sagt ihr ja, nö, dann werde ich es gar nicht versuchen, wer weiß. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tricks, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich fand es jetzt nicht geil und werde es nicht nachkochen.